Mein Name ist Heiko Lehmann, ich arbeite für die IBM im Bereich STG und bin zuständig für den Vertrieb von Platform Computing Produkten. Platform Computing ist 18 Jahre lang ein eigenständiges Unternehmen gewesen, was Software entwickelt hat zur optimalen Nutzung von Compute-Ressourcen für unterschiedlichste Unternehmen und welches vor 2 Jahren von der IBM akquiriert worden ist und jetzt halt eben auch integriert worden ist in den Bereich der System Software. Was im Moment passiert, ist natürlich vor allen Dingen viel, viel Aufregung um den Motor, der halt eben von Renault zu Red Bull geliefert worden ist, der zurzeit wohl noch das ein oder andere Problem bereitet. Grundsätzlich ist allerdings die Zusammenarbeit zwischen den IBM und Red Bull etwas anders gelagert. Es sieht so aus, dass die Teams in der Formel 1 feste Vorgaben bekommen haben von der FIA zur Nutzung von Compute-Ressourcen bzw. auch von Windkanalzeiten, um ihre neuen Fahrzeuge oder ihre aktuellen Fahrzeuge dann halt eben zu entwickeln, zu verbessern und dafür Sorge zu tragen, dass sie halt eben bestmöglich um die entsprechenden Runden kommen auf den unterschiedlichsten Rennstrecken. Durch diese Limitierung, die vorgegeben ist, was halt eben diese Compute-Nutzung betrifft, war sehr, sehr wichtig für Red Bull Racing, einen Weg zu finden, dass halt eben genau diese Berechnungen für das Design so optimal wie möglich auf dem Compute-Cluster platziert werden und dass halt eben keine Leerlaufzeiten entstehen. Das ist dann halt eben tatsächlich zum Tragen gekommen, auf der einen Seite mit dem Produkt von Plattform LSF. Das ist eine Load-Sharing Facility. Das heißt, hier werden die Arbeitsprozesse, die von den Entwicklern auf den Compute-Cluster submittiert werden, werden dort sortiert, vorbereitet für halt eben dieses Platzieren auf dem Compute-Cluster. Und man verhindert dadurch, dass dann halt eben Leerlaufzeiten entstehen, wo der Computer zwar an ist und die Stundenzahl läuft, aber wo dann halt eben nicht berechnet wird. Red Bull hat uns bestätigt, dass sie dadurch ca. 30% mehr Jobs laufen lassen können auf diesem vorgegebenen System, als halt eben zu einer Zeit, wo sie Plattform LSF nicht eingesetzt haben. Und was ihnen halt eben ermöglicht hat, dass aus Sicht der Aerodynamik und vom Strömungsverhalten, Computer Fluid Dynamics, entsprechend hier wesentlich besser ist als alle Ergebnisse vorher. Beginnend war das 2006, wo man zusammengearbeitet hat, da hat man schön die Erfolge sehen können. 2007 die ersten Fortschritte, dass man in den Plätzen weiter nach vorne gerutscht ist. 2008, wo man schon sehr weit vorne mit dabei gewesen ist. Und dann ab 2009, gut, die Geschichte kennt man. Sebastian Vettel hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass dieses wunderbar designte Fahrzeug, optimal designte Fahrzeug, dann halt eben auch als Sieger am Jahresende auf dem Podest gestanden hat. Ja, wir machen Weltmeister und das nicht nur in der Formel 1, sondern noch in vielen, vielen anderen Bereichen, die genau dasselbe einsetzen, um halt eben tatsächlich optimal mit ihren Ressourcen umzugehen. Das wird mit Sicherheit am Anfang ganz, ganz spannend werden, gerade halt eben, weil es noch diese Probleme gibt mit Renault, mit den Motoren, die geliefert worden sind. Das Zusammenspiel mit Getriebe und dem Rest des Fahrzeugs ist noch nicht optimal. Und ich drücke natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass auf jeden Fall am Sonntag Sebastian Vettel auch bis zum Ende durchhalten kann mit dem Fahrzeug und dass die Saison etwas spannender wird als im letzten Jahr.